Filmst du jetzt? Ja. Okay. Film. Ist Schulle wieder der Letzte? Ich habe keine Ahnung. Ach ne, da ist Schulle, oder? Nein, das ist Pete, der hält den Verkehr für uns an. Wenn wir einen Ausflug machen, dann wird der Verkehr erstmal gesperrt. Aber das ist schön, dass wir mal hinten fahren, dann kann man mal vorne das alles sehen, wie ja, die da wir so sind, fahren. Wir sind in der Mitte irgendwo. Okay. Hinter uns sind irgendwie genauso viele Motorräder wie vorne. Das kann fast gar nicht sein. Achim, bist du auch dabei? Ja. Gut, hab ich noch gar nicht gehört. Der Rest ist Banane. Hält sich wieder bedeckt, Achim. Weißt du, ich bin schüchtern. Ja, ich weiß. Ist ja auch gut so. Stell mal vor, wenn nicht, dann wäre noch schlimmer. Ja. Mach nicht hier so einen Quatsch. Doch, alle drauf. Genau. Jung, bängelst du. Ja. Geh weg. Nicht übermütig werden, ne? Hab ich Angst. Ja, 20 Motorräder, 21 Leute. Wenn Suse noch mit dem Auto dazu kommt, sind wir 22. Aha. Also geht's heute wieder nach Willebad Essen, wo wir letztes Jahr mit dem Team Kratmeter 24 schon mal waren. Da geht's jetzt heute mit der Kollegen-Tour hin, Freunde. Und damit herzlich willkommen zurück hier auf Kratmeter 24. Euer Fritze mit einem weiteren Motovlog. Und heute im Mai, genauer gesagt, am, was ist heute für einer überhaupt, der 11., 12., 13., 13. Mai, am Freitag, den 13., hoffentlich ist das kein böses Omen. Nein, und Eisheiligen sind auch noch? Ja, nee, die finden gar nicht statt, die Eisheiligen. Die sollten zwar dieses Wochenende, aber die wurden dann kurzfristig verschoben. Jedenfalls sagt der Wetterbericht, dass heute ist es so ein bisschen bedeckt, so wie jetzt, aber keine unangenehmen Temperaturen, regnen wird es auch nicht. Und morgen und übermorgen ist bestes Wetter, jedenfalls da, wo wir hinfahren. Ja, ich habe extra meinen Kratt nicht gewaschen, damit auch wirklich das Wetter gut wird. Denn ihr wisst ja, wenn ich das Motorrad erstmal putze, dann regnet es garantiert. Da kannst du also echt drauf wetten. Also habe ich nicht gewaschen. Junior hinter mir auch nicht. Der hat es leider nicht mehr geschafft, rechtzeitig zum Waschen vorbeizukommen. Naja. Hauptsache, die Dinger laufen. Das ist das Wichtigste. Jawohl. Ja. Und das Schöne daran ist, unsere Kinder sind mit dabei. Achim und Christian. Unser Sohn und unser Kind. Genau. Das darfst du nicht so laut sagen. Das tut Achim auch weh, wenn du das so sagst. Nein, ich denke mal, Achim freut sich darüber. Na gut. Oder das ist Familie. Ja, Achim. Direkt hinter uns auf seiner dunkelgrauen R1200 GS Adventure. Und auf der linken Spur Junior auf seiner G650 X-Moto. So sieht man die auch mal wieder, das seltene Teil. Ja, und wir sind dieses Mal tatsächlich überraschend viele. So viele Leute wie diesmal waren wir schon lange nicht mehr. Letztes Jahr waren wir irgendwie, glaube ich, 16 und die Jahre davor waren wir auch nicht viel mehr als 15 plus minus. Und dieses Jahr sind wir jetzt plötzlich wieder 20, wie in unseren Anfängen.
Ihr wisst ja, dass wir schon seit 2000 jährlich eine gemeinsame Tour mit den Kollegen machen. Letztes Jahr waren wir in der sächsischen Schweiz und davor in der fränkischen zum 20. Jubiläum, was rechnerisch allerdings das 21. war. Ja, und heute geht's also in den Teutoburger Wald, nachdem Spatzel, Achim und ich letzten Sommer von Willebad Essen erzählt hatten. Und dort spontan alle sagten, hey, da wollen wir auch noch. Das sieht gut aus dort. Also, so haben wir jetzt diese Truppe hier auch dazu gebracht, da mal hinzufahren. Und jetzt fahren wir so wie vor 3 Wochen. Als wir mit Klaus und Frank, Stefan und Thomas unterwegs waren, sind wir auch lang gekommen. So, und dann, weil wir ja da jetzt schon mal schön dabei sind, mit dem Gruppenfahren, kann ich ja vielleicht noch mal ein paar schlaue Sachen zum Thema Motorradfahren in der Gruppe erzählen, wenn euch das interessiert. Wie zum Beispiel, wo fahren die Motorräder, auf welcher Spur, auf welchen... Achso, bevor wir damit anfangen, sollten wir vielleicht erstmal so ein paar Grundsätze klären. So ein paar Fachausdrücke, weil immer wieder bringen die Leute so Begriffe wie Spuren und Fahrstreifen, Straße und das alles, das wird alles wild durcheinander gewürfelt, damit wir jetzt erstmal feststellen, damit wir jetzt erstmal klären, wovon wir überhaupt sprechen, sollte ich vielleicht auf diese Sachen hier erstmal eingehen. Was ist eine Straße? Was ist ein Fahrstreifen? Was ist eine Fahrbahn? Und was ist eine Spur? So. Die Straße ist ein befestigter Verkehrsweg für Fahrzeuge und Fußgänger und dient dem Transport von Gütern und Personen zwecks Ortsförderung. Eine typische Landstraße etwa besteht aus den folgenden Teilen. Den Banketten, den neben der Fahrbahn befindlichen Teilen der Straßenkrone. Die Randstreifen bilden den Abschluss der Fahrbahn und verhindern das Abbrechen der Fahrbahnkante. Auf der Fahrbahn fahren die Fahrzeuge. Wer hätte das gedacht? Fahrstreifen sind markierte Fahrbahnteile für den Verkehr in eine Richtung. Spuren sind durch Fortbewegung am Boden hinterlassene Eindrücke und Abrieb. Motorradgruppen sollten folgende Ratschläge beachten. Nicht direkt hintereinander fahren, sondern besser zueinander versetzt fahren. Dies verbessert die Sicht nach vorn, bietet mehr Grip und schafft zusätzlichen Sicherheitsabstand. Auf geraden und leichten Kurven bleibt jedes Grad auf seiner Spur. Innerhalb der Gruppe wird nicht überholt. Jeder Fahrer achtet im Rückspiegel auf seinen Hintermann. Die Reihenfolge wird über die gesamte Tour beibehalten. Also, wer Fahrspur sagt, der meint in aller Regel den Fahrstreifen. Und Spuren sind nämlich das, was die Reifen mehrspuriger Fahrzeuge auf der Fahrbahn hinterlassen. Also Reifenabrieb und Spurrillen, also mehr oder weniger Tiefe. Und genau dort fahren wir mit unseren Motorrädern, jeweils versetzt zueinander, weil in diesen Spuren der Grip in der Regel am besten ist und auch am wenigsten Dreck rumliegt. Aber unsere Gruppe macht das hier inzwischen automatisch, da braucht niemand mehr darauf hingewiesen werden, seht ihr ja. Wenn die Gruppe ein anderes Fahrzeug überholt, dann wechselt derjenige Fahrer, der zuvor auf der rechten Spur war, erst auf die linke, überholt dann und schert anschließend wieder auf seine ursprüngliche Spur. In meinem Fall also die rechte, sodass hier alle wieder so fahren wie vor dem Überholmanöver. Ja, und diese Ordnung, die gilt auf gerader Strecke und in leichten Kurven. Hier bleibt also jeder Fahrer auf seiner angestammten Seite. Alle fahren dieselbe Geschwindigkeit.
Niemand überholt ein anderes Motorrad derselben Gruppe und alle halten möglichst den gleichen Abstand zueinander. So, und vor normalen und engeren Kurven wechseln die Fahrer, die auf der kurveninneren Spur fahren, also so wie ich jetzt, auf die kurvenäußere Spur. Stichwort Hinterschneiden von Kurven. Zu dem Thema werde ich im weiteren Verlauf unserer Tour noch was sagen, aber das machen wir erst da, wo es bessere Kurven gibt als hier. So, jetzt biegen wir hier ab und beim Abbiegen unbedingt den Vordermann im Auge behalten und erst dann nach dem Querverkehr Ausschau halten. Wenn ihr sicher seid, dass der Vordermann losgefahren ist, denn sonst kommt es hier gerne mal zum Auffahrunfall. Vorsicht, Stein! So, und hier gibt es andere Spuren auf der Fahrbahn. Das sind nämlich hier Kettenspuren von Panzern. Unser Militär scheint ja auch wieder Konjunktur zu haben. Aus den 100 Milliarden ist es zwar noch nichts geworden, aber immerhin werden wir jetzt unsere Altlagerbestände an irgendwelche Panzer-Oldtimer los. Die helfen zwar nichts gegen moderne russische Waffen, aber das ist dem Geld egal. Ist auch was. Deutsche Panzer schießen also bald wieder gegen Russen. Hey, so ist es halt, gell, wenn man moralisierende Bellizisten als Vorturner hat. Geliefert wie bestellt, würde ich sagen. Olivgrün liegt mal wieder voll im Trend. Wie damals schon, 99 gegen die Jugos. Gar doch nichts über Erfolg mit ausgeprägtem Kurzzeitgedächtnis, würde ich sagen. Ja, hoffentlich geht das gut, doch.